Hallo meine Lieben und seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dead Space. Tja, wir werden mal bei unserem alten Speicherpunkt weitermachen. Wir werden heute nicht wieder Ball spielen, keine Sorge. Was wollte ich noch sagen? Ich bin hier gerade in der Nachvertonung, möchte ich dazu sagen, weil mir leider bei der Aufnahme mein Mikrofon abgeschmiert ist, keine Ahnung. Aber ich habe es gerade erst aufgenommen, also von daher wird es nicht allzu schwer. Erstmal nachladen, ne? Damit wir auch gewappnet sind für alles, was kommt. Ich glaube, das dürfte so ziemlich der gleiche Wortlaut sein. Ja, dann gehen wir mal. Oder gehen wir doch bald spielen? Na, wir gehen mal weiter. Na gut. Dann würde ich mal sagen: Schlüssel, Aufzug, einwandfrei. Oh, nichts drin, alles klar, ist ein Aufzug. Runterfahren. Dann gucken wir doch mal, was uns da unten erwartet. Ich weiß es ja schon. Ich bin ja wie gesagt gerade in der Nachvertonung. Wenn ich gewusst hätte, dass hier eine Speicherstation ist, hätte ich hier gespeichert. Was ich jetzt gleich auch nochmal tue, nachdem dieser tolle Doktor da geredet hat. Jo, dann speichere ich auch doch nochmal. Und dann gucken wir mal, was uns da drin jetzt erwartet. So. Tür auf. Und, da ist er wieder. Ich glaube, ich sag da ungefähr 10-mal, ich glaube, hier war ich schon mal, wobei ich hier nicht war, klar. Aber wir haben sowas ähnliches schon mal gehabt mit dem Doktor. Dass da so ein Bildschirm war und der Doktor gesprochen hat. So, jetzt erstmal die zwei Viecher erledigen. Erstmal nachladen. So, ja. Und dann erstmal blöd durch die Gegend gucken. Freie Munition. Immer gut. Oh, dann erstmal das dritte Viech hier noch erledigen. Ein Traum. Nochmal nachladen. Ich lade voll oft nach, fällt mir gerade auf, wenn ich das so im Nachhinein anschaue. Ist echt übel, wie oft ich nachlade. Ja, dann würde ich doch mal sorgen. Ja, darin müssen wir rein, in die Wand. Aber ich gehe jetzt erstmal hier hin und ärgere mich tierisch, dass ich keinen Energieknoten habe. Was auch kacke ist, weil da bestimmt total geiler Scheiß drin liegt. Dann gehe ich erstmal in die Kiste hier und guck mal da rein. Oh, Plasma-Cutter-Energie. Da sage ich auch nie was gegen, das wisst ihr ja. Ja, und dann wollte ich mich hier nochmal umgucken. Hört sie nicht auf sie! Kommen Sie zurück! Kommen Sie zurück! Das war ein cooler Bug. Isaac hat den Tisch mitgenommen. Er fand ihn so toll, dass er ihn gleich mitgenommen hat. Und ich bin ihn auch ehrlich gesagt sehr lange nicht mehr losgeworden. Er ist in mir drin rumgeschwebt. Und keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Da ist er dann doch wieder runtergefallen, Gott sei Dank. Dass sich Gottes Plan entfaltet und dass wir böser Tisch. So. Jetzt nochmal kurz aufs Klo. In dem auch nichts Besonderes liegt, außer etwas Strahlenmunition und etwas Plasma-Cutter-Energie und etwas Kohle. Weil gegen Kohle sage ich ja auch nie was, wisst ihr ja. Ja, dann am besten wieder zurück, ja. Das, was uns gleich erwartet, ist auch nicht unbedingt angenehm. So, da habe ich gefragt, ob ich den nicht irgendwie ausschalten kann, wenn mir der tierisch auf den Sack geht. So, was haben wir hier? Tür. Auf. Oh, wir sind hier im gleichen Raum wie gerade. Yay. So, hier ist ja Chinese. Zack. Dann bin ich dann auf die glorreiche Idee gekommen, dass man doch mal die Regale verschieben könnte. Aber hier kommt man leider nicht durch. So. Dann verschieben wir doch mal das Regal da. Und dann gehen wir mal da durch. So. Dann verschieben wir das Regal wieder zurück. Und dann... Ja, genau. Verschieb mal das Regal wieder zurück. Das ist eine sehr gute Idee. So, jetzt das dahinter. Genau. Machst du ganz fein. So, das noch dahin.
So, traumhaft. So, und jetzt das. So, wunderbar. Hier liegt jetzt eine schöne Kiste, die man zertreten kann. Ich sage, in dem Moment habe ich glaube ich gesagt, ah toll, hier geht's ja auch nicht weiter. Was natürlich nicht stimmt, denn da hinten ums Eck geht's weiter. Ganz genau. So. Jetzt gehen wir hier mal ums Eck und da erwartet uns jetzt was Nettes. Ja. Die Alte hat sich gerade den Kopf weggeballert. Ist natürlich auch sehr, sehr schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, das Spiel wird echt immer kranker. Je weiter man kommt, desto kranker wird das Spiel einfach nur. Aber was will man groß machen? Hier liegt wieder Strahlenmunition. Und hier ist mir dann aufgefallen, oh toll, hier komme ich nicht raus. Sehr schön. Ja. Hier laufe ich dann noch ein bisschen blöd in der Gegend rum, weil ich nicht sehe, dass da hinten im Eck dieses Teil liegt. Jetzt habe ich es, glaube ich, gesehen. Ganz genau. Hier liegt nämlich unsere neue Navigationskarte. Und ein Medipack. Hier sage ich... Oh, ich glaube, ich gucke mich nochmal um. Ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, schon mal den Weg, den Rückweg abchecken. Dass hier nicht irgendwie was Schlimmes passiert. Jo, dann gehen wir mal wieder zurück. Und holen uns die tolle Karte. Ja, hier sage ich, ich weiß, was gleich passiert und so, weil mein Bruder mich eben schon gewarnt hat davor. Medipack nehmen wir natürlich auch noch mit. Ist immer Platz für. So, und jetzt gebe ich ziemlich Gas, weil ich weiß, was gleich kommt. Und ihr werdet es gleich sehen. Beziehungsweise ihr werdet es jetzt noch nicht sehen, weil ich mich so schnell da in dieses Loch verzogen habe, dass es gar keine Chance hatte, an mich ranzukommen. Und mit Glück, weil dann hatte ich nämlich Ruhe hier zu gucken und habe den Halbleiter Rubin noch gefunden. Das Geld dafür brauchen wir später natürlich noch. Also beziehungsweise jetzt dann gleich in der Folge. Ja. Und hier gehen wir natürlich erstmal zurück. Mal die Regale verschieben. So, jetzt werdet ihr gleich sehen, was ich meine, mit was uns da erwartet und so. Ist nicht sehr angenehm. So. Einmal dieses Regal hier verschieben, was sich in Zeitlupentempo verschiebt, was natürlich sehr praktisch ist, weil da jetzt, da ist es. Das Megamonster, das unbesiegbare Monster, das uns hier einen Besuch abstattet, dass ich hier Gott sei Dank noch erledigen kann. So. Hier habe ich dann erstmal Chinese benutzt, weil ich nicht mehr wusste, wie Stase funktioniert. Weil ich die halt echt selten einsetze. Und hier haben wir auch schon den nächsten Kameraden, den wir jetzt haben, Fleisch. Hier ist mir dann aufgefallen, dass das ein Fülleraum ist, in den ich nicht rein kann. So, hier waren auch Monster und ich dachte, oh, ist eine gute Idee, ich laufe einfach dort drüben ins Klo, dann kann mir nichts passieren. So, bin ich ins Klo gelaufen. Tja, dann dachte sich mein lieber Freund allerdings, dass das keine gute Idee ist und kam mich einfach besuchen. Wie ihr ja da gerade spektakulär gesehen habt, wie er von der Decke gefallen ist, der Keller. So, dann kam noch Karl-Heinz ums Eck und hat mich, wollte mich unbedingt abknutschen. Fand ich natürlich nicht so toll. Oh. Ja, ist ja gut. Ja, das hilft auch nichts, wenn sich das gerade regeneriert. Jetzt im Nachhinein zwar alles leicht gesagt, aber in dem Moment, wo man es macht, ist dann doch ein bisschen doof. Ja. Ich bin hier mit. Oh, guck dir das an. Ja, wunderbar. Ja, ein Traum ist das mit dir. Ein Traum. Baut sich mal wieder zusammen. Ich hab's einmal kurz gestartet. Wollte ich jetzt schon sagen. Hier dachte ich mir dann, scheiße, weil der liebe Doktor nämlich hier auf die Tür verriegelt hat, was die Tussi ja gerade gesagt hat. Oh, ach, da bist du ja. Zack. Wie ich wieder hervorragend einfach nicht treffe. Einfach überhaupt nicht treffe. Da war wieder unser Freund. Ich dann gleich nochmal hier in Stasis versetzt habe. Nochmal den
den Rest abgeschnitzelt habe. Dann habe ich dann ging die Tür auf und ich war so happy. So, Tür auf. Ich dachte raus. Dann labern die mich hier zu und ich wollte speichern. Und ich habe einfach nur gesagt, halt's Maul, ich will speichern. Nein, sei still. Speichern. Dann wollte ich speichern und dann kam die Tussi. Toll. Und dann konnte ich wieder nicht speichern. Das ist ein richtiger Traum gewesen. Ja. Ja, laber mich nicht zu, komm, ich will speichern. So, wunderbar. Dann habe ich gespeichert. Wie ihr ja seht. Ich weiß, ich laber gerade viel zu viel, viel mehr als in den Let's Plays, aber wenn man halt nicht selber spielt, dann hat man viel mehr Zeit zum Labern. So, weg damit. Stase. Jetzt. Achso, kein Stase. Da warte ich nochmal eben, bis es sich wieder aufgebaut hat, damit ich es nochmal zerschnetzeln kann. Zerschnetzelt, Stase und Feierabend. So, und da habe ich mich dann so schnell wie möglich verpisst. Aufzug, fahr. So, weg. Ja. Dann haben wir das Monster erstmal hinter uns gebracht. Hier schaue ich gerade nochmal. Es kommt jetzt hier nicht schon wieder. Aber das tut es auch nicht. Gott sei Dank. Ja, wir müssen raus. So. Da nach rechts. Wunderbar. Da fahre ich natürlich wieder glorreich mit dem Aufzug nach oben, obwohl ich einen Halbleiter in der Tasche habe, den ich natürlich gerne am Shop verkauft hätte. Aber wer hätte es auch anders erwartet von mir? Ich fahre dann einfach wieder runter und verkaufe ihn trotzdem. Ja, ich werde jetzt mal hier nebenbei ein Zigarettchen rauchen, meine Lieben. So, da habe ich mir überlegt, ich verkaufe jetzt erstmal hier meinen Halbleiter. Oh, da haben wir auch schon wieder 33.000 zusammen, die aber nicht mehr lange reichen werden, sage ich euch gleich. Oh, da ist mir eingefallen, dass es ja auf der ersten Seite zum Einkaufen ist. So, da werde ich jetzt gleich mal runter gucken. Und ich weiß, ich habe gesagt, ich mache es nie wieder, aber ich habe mir da gerade wieder zwei Energieknoten gekauft. Und ihr werdet gleich sehen, warum ich mir die gekauft habe. Es ist ein Tipp, den ich bekommen habe, wenn ich auf dieses Teil treffe. Und den werde ich jetzt auch sehr gut wahrnehmen, damit das einfach jetzt endlich mal ein Ende hat mit dem Vieh. Ja, und zwar ist der Tipp folgender, dass ich hier auf Dauer gehe. Die ist unten. Nein. Ja, genau. Da ist die Dauer. Und da haue ich jetzt erstmal die zwei Energieknoten rein. So, jetzt fällt mir auf. Scheiße, reicht nicht. Da gehe ich doch nochmal kurz zum Shop und hole mir noch einen Energieknoten. Und deswegen habe ich gesagt, die 30.000 reichen nicht lange. Genau, jetzt geht er nochmal runter, holt sich noch ein Energieknötchen. Ja. Um es gleich zu sagen, es tut mir leid mit der Nachvertonung. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm für euch und so. Ich weiß jetzt nicht, die ganzen Sachen, die ich gesagt habe, weiß ich jetzt natürlich nicht mal auswendig. Ja, da gehen wir wieder hoch und tun den letzten Energieknoten auf Dauer setzen. Ja, wie gesagt, das mit der Nachvertonung wird auch nicht mehr vorkommen. Ich werde aufpassen, dass ich mich nicht nächstes Mal wieder gemutet habe, während ich aufnehme. Was mir natürlich erst danach auffällt. Wäre ja auch Quatsch, wenn es mir vorher auffällt. So, ja. Wunderbar. Energieknoten reingesteckt. Ein Traum. So. Dann gehe ich mal hier hin und speichere den ganzen Scheiß, den wir heute gemacht haben, ab. Da bedanke ich mich doch nochmal fürs Zuschauen. Selbstverständlich. Und ja. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal ohne Nachvertonung. Ciao, Leute.